Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Marc Winkler. Ich hoffe, Sie von bitcoinprofit.com. Herr Darf ich mit Herrn Winkler? Putina? Ja, genau. Ah, Rainer, bist du das? Nee, also wahrscheinlich haben Sie also jetzt ein Missverständnis. Sie haben vor kurzem eine Anmeldung gemacht bei Bitcoin Profit. Ja, ich Ja? möchte mit Herrn Putina sprechen. Ach Dimitri, so, ja? ja. Gut, also ich bin Ihr persönlicher Finanzmanager, ja, und rufe Sie an, um halt also ein bisschen mehr über Ihre Interessen zu wissen und um vielleicht alle Ihre Fragen zu beantworten. Und anschließend, wenn Sie Lust haben werden, kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Also damit Sie schon bis morgen früh also erste Resultate und Gewinne haben könnten. Erste Soldaten? Okay? Darf ich fragen, was ihr, also Deutsch ist Ihre Muttersprache? Also, Die oder vielleicht Verbindung wäre es ist schlecht. Ich besser. habe das Wort nicht Ah, verstanden. Muss Verbindung. nicht gleich rassistisch Okay. werden. Alles gut. Also, soweit Sie hören können, ja, also Deutsch ist Herr meine Winkler! Fremdsprache. Genau. Können Sie Ja, mich hören? ich Ja? kann Sie hören, Herr Winkler. Gut. Herr Putino, noch einmal. Also, jetzt, meine Aufgabe besteht darin, um Ihnen einfach alles zu zeigen, zu erklären, um Ja. zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja, damit wir So. schon anfangen können, Geld zu verdienen. Ach so, also mit Barren und so, ja? Es ist gut, dass du dein Erfolgskonzept hier zum Soft Franchise quasi vermarktest. Weil es will ja jeder so eine mit geile Schanze Software. haben wie du, weißt du. Nein, also warum duzen Sie? Ja, also ich bin mit Ihnen höflich und bitte seien Sie auch Ich höflich. sage doch schon, Herr Also, Winkler. Alle anderen sagen immer, okay. Rainer, Ruhe. Okay, Herr Putin, ich bitte Sie, ein bisschen seriös zu sein. Ja, also Sie haben bei Bitcoin Profit Ihre Ja. Daten gelassen. Und jetzt, ich möchte Sie fragen. Sagen Sie bitte, hatten Sie schon vorher einige Erfahrungen, ja, im Bereich von Investing, Trading oder gar nichts? Nee, aber ich habe meinen Computer schon so positioniert, dass wir das vernünftig machen können. Wir haben, ja, also wir haben eine Software, ein Ja. vollautomatisches System. Ach, gibt's Das jetzt schon heißt, wenn Sie. automatische Hader? Das wird ja immer krasser. Oder meinst du das Kamerasystem, was du dir aufgebaut hast? Also Sie können sowohl mit einem Berater handeln, ja, so das heißt manuell, oder auch mit einem Manuell? vollautomatischen System. Ja, manuell. Das heißt, Berater wird Ihnen zeigen und helfen, wie das alles funktioniert. Aber da Sie keine Erfahrung hatten, ja, wie Sie jetzt mir Ja, mitgeteilt klar. haben, am Anfang vielleicht wäre es besser, diese Software zu benutzen, um Risiken zu vermeiden, ja, weil das ist sicher mit dieser Software. Ist das sowas wie Roboter deine handelt. Roboter? Ja. Hier, was, Genau. wenn du dann immer sagst, hier Alexa, mach mal das Studio auf blau oder was? Was bitte? Das ist auch ein Software, Noch einmal. Ja, eine Software. ja, sag ich doch. Genau. Und ich möchte Sie fragen, sind Sie jetzt am Computer? Ich möchte Ihnen diese Webseite zeigen und ein bisschen mehr über diese Software erklären. Ja, klingt gut. Okay. Dann noch einmal, Sie sind am Computer oder möchten Sie Handy benutzen? Oh nee, ich muss Computer erst anmachen, ja? Okay, machen Sie an und Mach solange ich. wir das einfach warten, Mach ich, Herr ich Winkler. erkläre Ihnen ganz kurz, ja, wie das alles funktioniert. Wie ist denn das Wetter Also in dieses, Bayern? keine Ahnung, ich bin nicht aus Bayern. Ach komm, weiß Also, doch jeder, wo Herr die Putinow, Drachenschanze ist. lass uns jetzt wirklich seriös sprechen. Ist das einfach Spiel für Sie oder sind Sie Ja. wirklich hierher gekommen, um Geld zu verdienen? Natürlich will ich Weil Geld Ihre verdienen. Stimme klingt so, ja, dass Sie einfach jetzt quatschen, ja, dass Ey, Sie es einfach, ist das heißt Spaß. Freitagabend, ich habe gute Laune, wo ist das Problem? Ja, super, Wir fahren nachher freut mit mich, 10 ja. Leuten noch los und kommen dich besuchen. Okay, dann super. Wenn das einfach wegen dieser Tatsache, dass heute Freitag ist, ja, Ja Ende klar, es ist des Wochenende. Arbeitstages. Morgen, ja, endlich. Nein, heute, jetzt, Wochenende. Ich habe seit 15 Uhr Feierabend. Sie haben schon Feierabend, ich habe noch nicht, aber Wie eine lange? Stunde und dann habe Ja, ich eine Stunde noch noch eine schneidern, Stunde. rendern, hochladen. Ist anstrengend, ne? Ein bisschen, ein bisschen. Gut. Läuft. Und irgendwelche aktuellen Verwarnungen auf dem Kanal oder ist alles safe? Alles safe natürlich. Klasse, finde ich gut. Also Machst das ich jetzt auch kann. schon? Wie lange machst du das schon? 8 Jahre, sagst du, ne?
Warum? 8 Jahre? Ich habe etwas gesagt über 8 Jahre? Ich habe nichts Nee, gesagt. nicht. Dann habe ich mich Nee, vertan. ich hab nichts gesagt, ja, also dass ich 8 Jahre Ja, wie dazu lange denn mache. schon? Wir haben darüber nicht gesprochen. Ich mache das seit 3 Jahren. Ich habe mein Masterstudium abgeschlossen und danach, ja, habe ich entschieden, jetzt einen Job zu Ach finden, so. der mit meiner Fachrichtung verbunden Ach ist. so, sonst hetzt du doch immer gegen Studenten. Was ist los? Was? Ich bin schon kein Student. Okay, Herr Putin, wir sprechen jetzt ein bisschen in andere Richtung, ja? Also, sagen Sie Aha. bitte, haben Sie Ihr Computer eingeschaltet? Ja, habe ich gemacht. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist Hans Maulwurf 1941 Ja, klar. at gmail.com. Ja. Darf ich fragen, woher kommen Sie? Darf ich fragen, woher kommen Sie? Wo kommen Sie her? Novosibirsk. Ah, Sie kommen aus Russland. Ja, richtig. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch, ja? Das heißt, Sie sind schon seit Ewigkeit in Deutschland. Ja, klar. Und woher Sie Laut kommen, Herr meiner. Winkler, wenn Sie nicht in Ich komme aus Bayern, Slowenien. Emskirchen, als Ich komme Schauberg aus A. Slowenien. Aus Asterix? Slowenien. Aus Slowenien. Slowenien. Ich hätte jetzt Holland gesagt. Das heißt, Deutsch meine auch nicht meine Muttersprache, ja, aber. Okay, und Putinow ist das, Zu ja, russisch. klingt, das ist, naja, als Präsident, ja, von Russland, aber okay, das ist richtig. Ihr echter Name, echter Nachname? Wladimir Wladimirovich Putin ist sein richtiger Name. Ne, ich weiß, aber Ihr Name ist richtig, also Putinow oder wie ist Putinov. richtig? Putinow, okay, Gibt auch einen, so Dmitri. wie Gorbatschow. Ja, das kenne ich ja auch. Den Wodka oder Gut, den also Präsident, Herr Winkler? Herr Winkler! beide, Rainer, beide. Ruhe! Also, Herr Putin, ich bitte Sie ja noch einmal ein bisschen zu sein, weil ich habe viele Kunden und wenn Sie einfach jetzt das Spaß machen, ja, dann gibt es keinen Sinn weiter zu sprechen, Warum weil ich wir hier sind nicht Geld im verdiene? Kindergarten und wir sind alle erwachsene Leute. Ja, sehr erwachsen, mit 32 noch in dieser Schimmelbude sitzen. Was soll ich jetzt machen? Sag mal. Okay. Einfach warten Sie auf meine E-Mail. Ach so, da kommt jetzt ein E-Mail, das kann ich ja nicht wissen. Einloggingsdaten, ja, also wo Sie eigentlich sich einloggen können. Aha. Einen Moment bitte. Herr Winkler! Hey, du Kasper! Hallo! Also entweder werden wir höflich sprechen oder gehen Sie einfach raus, Hey, okay? wenn die Leitung nichts Weil mehr ich habe sagt, dann muss ich kein. doch fragen, oder was? Ja, aber höflich fragen, oder? Ja, Ich bin kein Kind und Sie müssen ein bisschen höflicher sein. ich habe nicht Kind gesagt, oder was? Naja, aber Sie sagen immer du Ja und und? so weiter und so Ich fort. bin Russ und Ich sage betrunken. Ich kein sage auch du. zur Polizei du und zu Präsident du. Ist das Problem oder was? Ich denke, nein, in Deutschland sagst du kein du, ja? Also. Ja In und? Russland Aber du bist vielleicht. doch kein. Du bist kein Deutscher, ich bin kein Deutscher. Wir sind doch sowjetische Brüder, Herr Winkler. Slowenien ist keine ehemalige Sowjetrepublik, wenn Ja, Sie nicht bald aber wieder, wissen, bald wieder. Putin kommt uns alle holen. bald wieder? Nein, Spaß. Nicht immer Sind Sie gleich weinen, sich meine noch Güte, ist Freitag, Tüpfelchen? muss ein bisschen Spaß haben. Naja, aber wissen Sie, also ich Aber mochte Winkler ein ist auch bisschen keine seriös slowenische sein. Name. Hatte Rudi slowenische Ja, Frau genau. oder wie heißt das? Ja, mein Vater war aus Deutschland, ja, aber Ah, ich der war Rudi. persönlich aus in Ja, Slowenien den Rudi, den kennt man ja. geboren. Den kennt man ja hier im Dorf, den Rudi. Was, Rudi? Ich habe nichts gesagt über Rudi, ja. Ja, wir wissen das ja. Und wo ist Firma jetzt? Von wo anrufen? Wenn Sie diese Seite besuchen, also die ich jetzt in Kürze schicke, Sie können sehen, dass wir uns in Liechtenstein befinden. In Liechtenstein. Ah, wenn die Heider dürfen da nicht reinkommen, oder wie ist das? Warum? Helder dürfen immer reinkommen, ja? Okay, du kannst es nicht lassen, die Leute immer dazu einzuladen, zu dir zu kommen, ne? Aber ist okay, ich würde das auch nicht anders machen. Natürlich. Sie haben da
unsere Adresse. Und wenn Sie Lust und Zeit haben werden, Sie können immer reinkommen, ja, Ja, und mit Besuch, also persönlich. kannst du aus Nostalgiegründen bitte einmal die Adresse sagen? Welche Nostalgiegründe? Naja, Was meinen Sie? der Herr Winkler ist doch bekannt dafür, dass er seine Adresse hier anderen Leuten mitteilt. Deswegen würde ich das gerne nochmal haben, zu Dokumentationszwecken. Wie Unsere ist das Adresse finden Adresse Sie von jetzt. Firma? Ich teile jetzt in Kürze. Einen Moment bitte. Ja, danke. Also Sie können das einfach in meine E-Mail finden. Aber also ist das Liechtenstein Straße Graz Straße 12 Ah, danke. Postleitzahl? Ja gerne. Ich denke, das hilft nicht, ja. Aber wenn ich einfach so Doch, doch, das stimmt mich jetzt sehr, sehr melde ich. positiv, glücklich und freundlich. Stimme zu. Ja, oder nicht? Okay, checken Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Aha. vor kurzem Ihnen. Ja, ich werde sie gucken. Ich werde auf sie gucken. Ist kein Ja, Problem. bitte, ich warte. Ja, einen Moment. Wie ist das E-Mail-Adresse von Schreiben? Da ist kein neues E-Mail gekommen. Nein, Sie haben falsche E-Mail-Adresse angegeben. Ja, ich denke, das war einfach Spaß, für Spaß gemacht. Okay, meine E-Mail-Adresse, kannst du bitte aufschreiben, Herr Winkler? Ist Ja, Big bitte. Dick Dimitri Big Dick Dmitri, ja, at okay. gmail.com. Einfach besser Schwanz lutschen, ja, also als Big Dick Das Dmitri. ist wirklich meine Adresse, kannst du mir schreiben, ich Genau, werde antworten. Schwanz lutschen. Mann, einfach, ich habe keine Lust, wirklich für Spaß. Herr Ich habe am Winkler, Anfang gesagt, dass du bist einfach verdammt Rainer Arschloch. Okay, tschüss. Ruhe. Ey, dieser Typ, das ist unglaublich.